Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Building-Projekts. Wir müssten jetzt bei der 41 sein. Wir befinden uns gerade noch unten bei der U-Bahn, da ich mit Alex noch nach der letzten Aufnahme eben runtergegangen bin, um seine kleine U-Bahn-Erklärung zu drehen. So, und das erste Mal sollte ich die Musik einschalten und dann aus dem Creative Mode wieder raus. So, und ich sollte vielleicht auch demnächst nochmal ändern, dass ich Norbert heiße. Das wäre auch nochmal schön. Ach, warum gehe ich eigentlich raus? Ich kann doch jetzt rüber zur Burg fahren und ja, genau. Und zack. Auf dieser schönen Fahrt, hier, die müssen wir noch ausleuchten, fällt mir auf. Auf dieser schönen Fahrt denken wir mal drüber nach, was wir jetzt bauen werden. Ich werde etwas weiter an der Festung machen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dort hinbauen werde. So, und, ach ja. Fällt mir ein, dass da ja noch ein Minecart fehlt. Das heißt, wir brauchen noch eben eine Schiene, weil wir müssen es nochmal einsetzen. Also wieder zurück, alles auf Anfang. Hätte ich auch direkt mitnehmen können, aber nee, natürlich nicht. Oh, habe ich eigentlich so... Na egal. So, holen wir uns hier nochmal eine Schiene raus. Hier sind ja genug drin. So, Minecarts. Ich weiß nicht, ob wir Minecarts haben. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Und das bedeutet auch, dass wir gar nicht hier fahren können, weil wir kommen ja nicht oben raus. Also müssen wir doch hinrennen und außenrum gehen, da wir sonst drei tiefer festhängen. So. Hunger haben wir auch, also gibt es ein Steak dafür und Nacht haben wir auch nicht. Das heißt, wir können den Regen nicht unbedingt abbrechen. Schade, schade. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich nochmal hingehen und noch nur Kohle drin. Nochmal einen Teil der Cobbles in die Maschine stecken und noch ein bisschen Stone mitnehmen. Wurde ja inzwischen wieder genug produziert. Alex ist auch schon ganz verwundert, dass wir da schon fast zwei Kisten voller Clean Stones haben. Naja. Aber die sind auf jeden Fall 100% ungecheatet. Da ging alles mit rechten Dingen zu. Die Kohle haben wir ja zusammengefarmt, diese Massen, wo wir dann diese große Tour gemacht haben. Können wir zwar nicht mitnehmen, aber es hat mich halt irritiert. Aber die haben wir, diese Kohle haben wir ja auf dieser großen Tour gefarmt, wo wir fast ein komplettes Inventar voller Kohle mitgebracht haben. Und dann haben wir ja noch, was den Rest angeht, nicht wieder da reinfallen, das wäre unschön. Ja, hier muss das Minecart wieder rein. Ich überlege gerade, wo es genau rein soll, aber natürlich muss es da ja rein und hier muss ja auch nichts. Im Prinzip wäre es schön, wenn es andersrum wäre, wenn das Minecart hier wäre, und aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Vielleicht mache ich das irgendwann mal offscreen, weil das hat auch einen bestimmten Grund, dass ich das eventuell gern so hätte. Ich zeige das auch gleich mal. Nachdem ich das hier abgelegt habe. Ein bisschen Cobblestone können wir auch ablegen, weil wir brauchen auch ein bisschen was davon. Doch zuerst mal schmeißen wir einfach mal das Minecart da rein. Muss man hier die Schiene hinmachen. So, Minecart haben wir natürlich nicht. Doch, wir haben das Minecart hier. Das kommt dann hier drauf. Und fällt hier runter. So. Jetzt funktioniert das Ganze auch wieder. Zu unserer Zufriedenstellung. So. Wir machen uns nochmal eben ein Crafting Table. Den stellen wir einfach mal hier neben. Und wir brauchen noch das Holz. So. Das Prinzip, was ich hier meine, ist nämlich, dass
wir das hier so schön abdecken könnten mit einer Klappe. Was wir hier nicht können, können wir eigentlich schon, aber... Sag mal, ruckelt das? Ja, das Gefühl, das zappelt hier alles ein bisschen. Okay, wir können das natürlich abdecken, klar. So. Und das auch nochmal der Vollständigkeit halber. Ja, ich bin auch jetzt... Das war auch blöd. Aber das kommt ja öfter vor hier in diesem Let's Play, dass ich... Oder im Let's Play allgemein, dass ich ein bisschen komische Sachen mache. So, und ich muss auch jetzt weiter gucken, was wir... Oder wie wir hier weitermachen. Okay, kann man schon schlafen, natürlich nicht. Aber sieht auch nicht besonders dunkel aus im Moment. Machen wir erstmal hier die Wand rein. Weil hier kommt ja noch ein hinterer Raum hin. Da ja im Prinzip auf der anderen Seite. Ah, ich habe eine Idee. Ich hab schon eine Idee, wie wir das hier machen. Dazu habe ich eine wunderschöne Idee. Gerade bekommen. Wunderschön wäre es auch, wenn ich mich noch daran erinnere, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir erstmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt setzen wir erstmal den Boden in die ganze Geschichte rein. So, und ich denke, ich werde hier mal so zwei... Das ist wirklich voll am Ruckeln oder am Längen. So Mikro-Ruckler, so ein Scheiß oder sowas. Irgendwie... Ja, wirklich. Das merkt man so ziemlich. Die Framerate ist nicht optimal, aber alles andere als optimal. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Ich habe gerade die ganze Zeit auch Minecraft gespielt, aber mit dem Modpack, da lief alles wunderbar. Also, die Idee, die ich jetzt hier habe, ist nämlich, dass wir... Wir machen ja hier den Thronsaal hin, also da. Der wird dann auch etwas höher mit Säulen und so weiter. Und ich dachte, wir machen hier das den Raum einfach ein Stockwerk hoch und dann ist da oben Gelände, da kann man da oben auch drauf stehen. Kommt hier an der Seite noch so eine Art Brüstung hin, wo man dann da vorbeigehen kann. Okay, das war einmal zu viel. Mörderische Spitzhacke. Ich weiß nicht, hier könnten wir vielleicht Fenster hinmachen, so zur Seite raus. Allerdings dürfen die auch nicht so hoch sein, weil wenn wir hier... Ja, wenn wir das hier so machen. So. Eigentlich war das auch gar nicht das, was ich jetzt bauen wollte hier. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt wieder tue. So. Ich denke, wir machen hier vielleicht schmale Fenster rein. Ist besser. Hier unten auch. Und hier sollten wir schon die Decke reinziehen auf der Höhe. Weil hier drüber möchten wir dann ein richtig großes, buntes Fenster haben. Ah, da war wieder einer zu viel. Setzen wir ein schönes Buntglasfenster dort ein. Das Ganze wird natürlich noch später ein wenig verziert. Das bleibt nicht so kahl. Oder was heißt kahl halt so? Unschmuck, sagen wir es mal so. So, und diese eine Workbench, die behalten wir jetzt bei uns. Oh, wir brauchen mal wieder einige Stufen. Und wie gesagt, die bleibt bei uns. So, so. Es wäre natürlich ideal, wenn wir das hier so bauen könnten, dass sich das nicht verbindet, dass wir hier einen Zaun zum Beispiel, nicht einen Zaun besser, sondern eine Mauer reinsetzen könnten.
ohne dass ich das Ganze verbinde. Das geht aber leider nicht. Das ist schon recht schade. So, und wenn wir hier draußen rumtanzen, sollten wir äußerst, äußerst vorsichtig sein. Jetzt werden wir uns hier noch den Tod holen. Und das mal wörtlich. So, gut, dass wir die Workbench jetzt dabei haben. Dann springen wir direkt in den Tod dabei. Aber die behalten, wie gesagt, die bleibt jetzt für immer bei uns. Ja, schön. Wenn es so wäre. Es gibt ja noch ganz lustige Sachen in einigen Modpacks. Da gibt es ja auch noch mobile Workbenches. Zum Beispiel. Allerdings haben die auch wieder ihre Nachteile, da man bei einigen von ihnen... Da haben wir auch kein Glas. Aber ich weiß, wo wir welches bekommen. Also zumindest nicht Glas, sondern Sand. Wir brauchen Sand. Gut, hier sind Minecarts. Und die Kohle sollten wir auch einsacken. So. Denn hier gibt es noch eine neue Station. Ja gut, die gibt es zwar. Das Problem ist dort aber, dass... Ja. Das Problem ist halt einfach bei dieser Station, dass sie... Ah, schön. Soll ich jetzt endlich sagen, was das Problem bei dieser Station ist? Also, das Problem bei dieser einen Station ist der Umstand, dass dort noch kein Minecart-Aufzug existiert. Da befinden sich nur zwei senkrechte Schächte nach oben. Da kommen wir natürlich im Survival-Mode nicht wirklich raus. Beim Bau sind wir da einfach in Creative raus. Dann sind wir in Creative gegangen, sind da rausgeflogen. Das war kein Problem. Ja. Eigentlich hätte ich eine Leiter mitgenommen, dann wäre es ja kein Problem gewesen. Aber an sowas denke ich ja dann auch nicht. Haben wir eigentlich noch... Oh, wir haben noch etwas Glas. Die Eisengitter nehmen wir auch mit. Muss man überlegen, was wir noch brauchen könnten. Ja, und die brauchen wir auf jeden Fall. Da lassen wir normale hier. Glass Panes brauchen wir auch. Nehmen wir mal alles so mit, wie wir es jetzt gerade haben. Und rennen wieder darüber zur Festung. Oh, das wird auch heute die einzige Folge sein, die ich heute aufnehme. Und dieses doppelte Benutzen von Wörtern, das wird im Let's Play richtig schlimm. Das sage ich, wenn ich so normal rede, offscreen, also im Real Life, da passiert mir das nie. Dass ich solche Sätze mache, wo immer irgendwelche Sachen doppelt drin vorkommen. Aber im Skelett, ne? Ja, normal, wie gesagt, normal mache ich sowas nie, aber so... Hier im Let's Play mache ich es ständig. Das ist schon fast schlimm. So, und dann... Könnte ich gerade nochmal erstmal was ablegen. Und da lieber zumachen, sonst... Fallen wir noch da rein. So, und machen wir uns mal direkt einfach mal zwei Öfchen, die wir uns erstmal hier irgendwo hinstellen, einfach mal hier. So. Das ist natürlich auch schlau, hier in die Ecke zu gehen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Ich werde direkt erstmal hier oben nochmal Fackeln draufsetzen. Auf unsere Mauerstücke, damit uns hier nicht so viel Scheiße spawnt. Einfach. Und hier können wir auch mal Fackeln reinsetzen. So wie einfach mal schön gegenüber. Kann in der Mitte eigentlich auch noch eine hin. Zumindest hier. So, das ist ein Wohnraum, da kommt natürlich Glas rein. Oh, das ist natürlich ein bisschen kahl im Moment.
So. Das Bett kommt erstmal hier hin. Und dann können wir anfangen und können die Kisten, die wir jetzt da unten in den Kabuff reingestellt haben, die können wir alle hier reinstellen. Ja, machen wir. Machen wir einfach. So, wir machen jetzt einfach noch ein paar neue. Wir brauchen ja massig Kisten hier. Wenn wir später auch das ganze Lager hier haben werden. So, packe ich mein ganzes Inventar erstmal hier rein eben. Eben die Glücksspitzhacke auch. Und jetzt holen wir erstmal den ganzen Kladderadatsch von da unten hier hoch. So, das auch. Ah, da haben wir noch mehr Kisten. Und dann sollten wir auch ein bisschen sortieren, was wir in welche Kiste tun, damit die nicht allzu durcheinander sind. Dass wir hier vielleicht eine Ramschkiste machen, wo alles Mögliche drin ist. Auch die Sachen, die eigentlich gar nichts... Kohleblöcke sind auch nice. Ich glaube, die sind von Alex. So viele Äpfel. So, hier. Wir haben sogar noch einen Ofen dabei. Wer hätte das gedacht? So, stellen wir die Öfen einfach mal hier hin. So, wir hatten noch Kisten. Stellen wir zumindest erstmal wieder welche hin. Und dann... Ah, hier ist ja auch nochmal Scheiße drin. So, und die kommt natürlich auch hier rein. Ja, ich schmeiß auch alles weg. Das erstmal. Aber wir haben ja noch mehr Sand. Die packen wir oben rein, da kommen nämlich die Kohle rein. Und die Sachen, die wir noch brennen müssen. So, ich sehe gerade hier. Von der Reihenaufstellung würde es sich eher lohnen, wenn wir die Kisten so positionieren würden. So, dann könnten wir hier einfach Steinzeug reintun. Und zwar hier in die beiden. Hier stellen wir mal dazwischen. Das sind die Kramkisten. Da kommt das Glas auch mal rein und das Eisen. Nether Bricks sind auch Steine. Haben wir noch? Ja, klar, haben wir noch Kisten. So. Kommt hier mal Holz hin. Und dann rennen wir runter. Dann rennen wir runter. Ja. Auch eine schöne Verwendung der deutschen Sprache mal wieder. Dann rennen wir hinunter. Okay, unser Inventar ist echt mal voll. Und machen alles hoch. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, dass ich das tue. So, hier packen wir einfach mal nochmal Cleanstone rein in diese Kiste. Den gecrafteten Kram aus Stein, der kommt dann hier hin. Und Erde und so ein Dreck kommt in diese Kiste. Ich sollte vielleicht auch gleich schon anfangen und mir eine Position suchen, wo wir das endgültige Lager bauen können. Dann brauchen wir das Zeug gar nicht so viel hin und her ziehen, sondern wir können dann hier einfach hingehen und alles direkt einsortieren. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. So, hier kommt noch weiteres gecraftetes Steinzeug rein. Das ist nicht gecraftet. Das muss hier rein. Holz muss hier mit rein. Der bleibt bei uns. Leider ist das Holz, die kommt ja auch rein. So, die Kiste kommt noch hierbei. Zweiten Crafting-Table stellen wir mal hier hin. Hier ist noch Erde und Gravel gehört auch dazu, wie Sandstein. Den brauchen wir hier eigentlich auch nicht. Hier Redstone und Eisen kann hier mit rein. Dann holen wir uns noch eben den Rest, dann haben wir es auch schon geschafft.
Wunderschön. Das ist der, den wir immer mitnehmen. So. Aber ich würde ja mal fast einfach mal so eine Kiste einfach mal hier stehen lassen. Brauche ich eigentlich nur. Ach so, ja, klar. Ich fragte mich gerade, warum das nur zwei hoch ist, aber das ist ja sowieso nur ein Halbstockwerk und deswegen ist das kein Problem. So. Der bleibt im Inventar. Das brauchen wir auch nicht mitnehmen im Moment. So, und hier. Alles mal rein. Die Öfen kommen natürlich hier noch mit bei. Erstmal in jeden ein wenig Kohle hinein. Und den Sand mal da rein. Glas kann hier mit rein. Okay, dann machen wir jetzt erstmal vier Türen. Es wäre natürlich schön, wenn wir hier so eine Crafting Station hätten, die direkt auf die Kiste zugreifen könnte. Ah, ne, ist richtig. Ich habe mich gerade gefragt. Ich hatte mich gerade gefragt, warum die Türen so falsch rumstehen. Ah, das ist nur Textur-Bug. Von der Seite geht's auch. Naja. Es wäre natürlich schön, wenn es nicht wäre. So, und hier muss natürlich dann eine Decke rein. Nehmen wir mal die Schwarzeiche, ist auch mal was anderes. Die wir aber noch vervielfältigen müssen. Na, es ist jetzt nicht so das Optimum hier. Aber vielleicht einfach mal nur für die Optik machen wir es so. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus. So, und da drauf kommen natürlich. Kommt da jetzt Holz drauf oder? Ja, ich würde mal sagen, da kommt Holz drauf. Und zwar Schwarzeiche. Auch. Dass wir hier ganz dunkles Holz verwenden. Und wir brauchen noch ein paar Stone Bricks. Und zumindest jetzt für den Anfang brauchen wir vier Leitern, um einfach da mal hochzukommen. Eigentlich vier, aber fünf sind noch okay. Später soll hier dann natürlich noch eine Treppe entstehen oder auch nicht. Ja, doch, hier soll eine Treppe sein. So, in den oberen Stockwerken haben wir dann nämlich immer Holzboden. Aber nicht in allen, nur teilweise. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier lassen, aber wahrscheinlich schon. So, Steine. Aha. Erstmal ganz brutal runterspringen. So, diese Folge nimmt auch kein Ende. Ich glaube, das ist die erste Folge, bei der ich das Ende tatsächlich herbeisehne. Das habe ich sonst eigentlich so gar nicht. So, hier kommen nur Slabs rein. Hier unten haben wir jetzt mit normalen Slabs gearbeitet, aber ich werde wirklich versuchen, dass wir viel mit Half-Slabs arbeiten, einfach damit wir hier in der Festung wenig Spawnflächen haben. Weil auch auf einem Half-Slab spawnt nichts. Aber nur wenn er in halber Höhe ist, wenn wir das so machen, dann spawnt hier wieder, weil dann ist es nämlich wieder ein ganzer Block. So, okay. Im Grunde könnten wir hier vielleicht irgendwo diese Treppe dann machen. Ich denke gerade nach, hier könnten vielleicht dann die Chiseled hin. Einfach nur, damit es schöner aussieht.
Und ich habe dann noch eine Idee. Dann machen wir hier oben nämlich keine Zäune drauf, sondern die Dinger. Als Abschluss. Du kannst immer schön hier oben stehen und quasi hinten reingucken. Zwar nicht genau nach unten, aber mal so da nach hinten. So. Und hier kommen dann wirklich große Fenster hin. Oh, ist sogar 5 breit. Wir haben gerade natürlich nur ein Dreier. Und, weil das wird dann bis zur Decke gehen, was noch 2 Stockwerke wahrscheinlich werden. Bis da oben. Weil der Raum soll relativ großzügig sein. Und auch dieser ganze Saal hier, das soll riesenhoch sein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hinterher ausleuchten werde, weil da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Das soll ja nicht stockdunkel aussehen oben. Aber auf der anderen Seite soll es gleichzeitig auch nicht zu überfackelt sein. Dass also überall Fackeln oder irgendwas hängen. Jetzt will ich gerade. Hängen wir mal hier Fackeln hin. Und hier. Ich könnte man hier auch 2 Fenster machen. Das muss ich mir dann. Oh, mal Stein. Das muss ich mir aber später überlegen, wie ich das genau anfange. Zumindest haben wir jetzt eine sichere Kammer hier. Das wird natürlich nicht unser endgültiges Schlafzimmer sein. Das werden wir nämlich nochmal anders regeln. So, machen wir noch ein paar Treppen, weil ich möchte hier gerade nochmal einen kleinen Abschluss dran setzen. Schön für den Kontrast aus anderem Holz. Schon richtig, aber wir haben ja noch genug dabei, das ist also kein Problem. Jetzt sind wir noch ein Slab drunter. Und da müssen wir uns auch Gedanken drüber machen, was die Verzierung angeht. Machen wir hier nämlich nochmal einfach eine Reihe Chisel mit rein. Und hier ebenso. Bringt zwar jetzt nichts. Sieht aber nett aus. Und bis da oben, bis auf da oben an der Ecke sieht man es ja von innen auch nicht. Ich muss gerade überlegen hier mit den Fackeln. Setz jetzt wieder normale rein. Sieht auf jeden Fall einen Tacken besser aus. Okay. Hier in der Mitte soll dann natürlich auch noch später eine Feuerstelle sein. Ich glaube, wir gehen hinten im Raum dann noch um einen halben runter. Dass das dann hier quasi der Thronbereich ist, der kommt dann wahrscheinlich hier hin. Also der Thron kommt genau hier. Dann gehen wir da um einen halben runter und dann werden wir eine Feuerstelle haben in der Mitte. Sowie auch einen großen Tisch. So durch den Saal hindurch, der geht dann ungefähr bis. Mal gucken, bis wohin wir den überhaupt ziehen können. Das wird natürlich relativ lustig aussehen, weil der wird hier ein bisschen in der Luft schweben, aber der wird wahrscheinlich komplett bis hier hinten durchgehen. Und sich dann bis hier zum Ende ziehen. Da müssen wir natürlich ordentlich was auffüllen. Da müssen wir den schön unterfüttern. Ja, aber richtig ordentlich. Und ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie lange das Ganze dauern wird, das zu bauen. Ich habe schon viele Festungen gebaut, aber das wird definitiv mein Meisterstück. Ich habe schon 3-mal versucht, eine Festung mit genau diesem Thema und Design zu bauen, aber ich habe es danach immer aufgegeben. Das aber eigentlich nicht, weil ich es nicht durchgehalten habe, sondern es hatte ganz andere Gründe. Denn ich habe immer diesen Tick, ich fange gerne mal eine neue Welt an
bei Minecraft, wenn ich so für mich spiele. Und gebe die aber noch eine Weile wieder auf, um wieder in meine alte Hauptwelt, in der ich seit 3 Jahren spiele, zurückzukehren. Und diese anderen Festungen habe ich immer in den anderen Welten angefangen und deswegen, naja. Es ist nie was geworden. Um es so zu sagen. Aber hier im Building-Projekt werde ich noch eine Weile sein und deswegen wird daraus wohl was. Und dann werde ich die für die Nachwelt hinterlassen. Die Festung der Festungen? Na, so auch nicht. Wir könnten dann vielleicht schon anfangen mit dem Turm, der dorthin kommt. Schon direkt als nächstes, dass wir den schon direkt mit integrieren. Wird übrigens auch, dass ich einen Denkfehler gemacht habe. Hier, wegen dem Fenster. Hier kann gar kein Fenster hin. Weil ich denke, auf der Höhe wird dann der Übergang sein. Oder wir machen das noch höher. Was aber schwierig ist. Ah, muss ich mir noch was überlegen, wie wir das genau machen. Weil wenn, müsste es von hier sein und da müssten wir... Das passt gar nicht. Dann wäre hier auf jeden Fall kein Fenster. Oder es wäre vielleicht auch ein Fenster, aber höher. Schade, schade um die Idee. Wäre ganz lustig gewesen. Also das mit dem Fenster. So, wir sind jetzt bei knapp fast 32 Minuten. Und das heißt, wir sind wieder am Ende der Folge. Ja, und diese Folge hat zum ersten Mal im Building-Projekt endlich mal eine Thumbs-Up-Einblendung, die ganz am Anfang kommt. Ist natürlich kein Muss, ich würde mich nur darüber freuen. Und ja, des Weiteren ist natürlich schön, den einen oder anderen Kommentar hierzu zu lesen. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt und dieses Video komplett gesehen habt, also wenn ihr das hier jetzt hört, gebt euch einen Ruck. Und dann bis zum nächsten Part vom Binding-Projekt, der Nummer 42. Bis dann!